Willkommen zu den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachte, dass einige der Karten, die erwähnt werden, natürlich heutzutage verboten sind, weil sie einfach zu stark sind, aber dass ich versuche, natürlich in jeder Folge nicht nur verbotene Karten zu nehmen, sondern nur 2 bis 3. Und dass auch manche der Karten, ja, durchaus nicht zu den absolut krassesten gehören, aber sehr oft benutzt werden, dementsprechend ebenfalls mit in dieses Format reingehören, meiner Meinung nach. Eure Aufgabe ist es, mir Karten in die Kommentare zu schreiben, die ihr gerne sehen würdet in diesem Format. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die erste Karte für heute ist direkt verboten, das war vollkommen zu Recht, nämlich der Siegesdrache mit 2400 ATK und 3000 Verteidigungspunkten. Denn ihr Effekt sorgt dafür, dass man theoretisch 2 Duelle auf einmal gewinnen kann, beziehungsweise ein ganzes Match. Und das ist einfach krass. Das ist sowas von behindert und geil irgendwie auch. Ich weiß nicht, was ich zu dem Effekt sagen soll, denn sowas gibt es normalerweise nicht in Yu-Gi-Oh!, dass ich eine Karte auf ein darauffolgendes Match, ein darauffolgendes Duell noch konzentrieren kann. Ich denke, das gibt es sonst nirgends bei Yu-Gi-Oh!, deswegen ist der Siegesdrache auf jeden Fall ziemlich cool. Der Effekt besagt genau, diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Um diese Karte als Tributbeschwörung zu beschwören, musst du 3 Monster von dem Drache als Tribut anbieten. Falls diese Karte deinen Gegner direkt angreift und seine Life Points auf 0 reduziert, gewinnst du das Match. Sprich, du gewinnst das erste Duell und auch gleichzeitig das gesamte Match. Ein Match besteht immer daraus, dass man halt so viele Duelle gemacht, bis einer halt 2 Duelle gewonnen hat, ja? Und wenn man halt ein Duell gewinnt, indem man mit Siegesdrache direkt angreift, hat man theoretisch das gesamte Match gewonnen. Und das würde diese ganze, ja, Match-Sache komplett zerstören. Ich meine, das würde ganze Turniere breaken können, WTF. Damit könnte man, ja, ganze Turnierrunden mit einem einzigen Sieg abhandeln. Siegesdrache ist eine ziemliche WTF-Karte. Was man sich dabei gedacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, sie ist schwer zu beschwören, schon, aber dass man gleich mehrere Duelle mit einem Angriff gewinnen kann, das, ja, finde ich ein wenig seltsam. Und besonders, wenn man halt kein Match spielt, ist diese Karte nicht spielbar. Deswegen finde ich Siegesdrache gleichzeitig eine der coolsten Karten, aber auch gleichzeitig eine der verwirrendsten, aber auch besten Karten in Yu-Gi-Oh! Die nächste Karte gehört ganz sicher zu den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, wenn nicht zu den 3, 4 besten Karten überhaupt, nämlich die elegante Wohltäterin, eine normale Zauberkarte, die mal wieder typisch heutzutage verboten ist, da sie einfach mal fast so gut ist wie Top der Gear. Der Effekt, ziehe 3 Karten und wirf dann 2 Karten ab. Es gibt nur einen Grund, warum sie nicht besser ist als Top der Gear, und zwar, weil man halt dadurch Karten abwerfen muss. Und angenommen, man hätte die perfekte Hand, die irgendwie möglich wäre, könnte man damit in irgendeiner Situation mal einen Nachteil draus ziehen. Das wäre möglich. Aber man zieht damit 3 Karten und nicht nur 2. Und in sämtlichen Decks, wo man Karten abwerfen kann, weil halt manche Karten im Friedhof geil sind, lieber zum Beispiel bei Licht verpflichtet oder was weiß ich wo, ist elegante Wohltäterin einfach mal sowas von overpowered und macht immer Plus. Das muss verboten sein. Es darf keine Karten geben, die immer Plus machen. Das ist schon mal. Das darf nicht sein. Das ist viel zu gut. Und elegante Wohltäterin tut das und deswegen ist sie verboten. Eine der besten Karten in Yu-Gi-Oh! Mit riesigem Abstand und ich hoffe, sie wird nie wieder erlaubt. Die dritte Karte für heute ist noch brandneu, nämlich ein Fusionsmonster, das, ja, dadurch, dass sie noch neu ist, auf Englisch ist, nämlich Würm the Genesis Dragon. Das Fusionsmonster hat 2700 ATK und 2000 Verteidigungspunkte und kann beschworen werden mit 2 beliebigen Normalmonstern und das ist das Interessante daran. Das heißt, dass normale Monster wieder etwas stärker sind durch diese Karte und das finde ich auch gut so. Der Effekt ist allerdings nur so stark, dass sie auf jeden Fall in dieses Format rein muss. Ihr Effekt must be fusion summoned and cannot be special summoned by any other ways. This card cannot be destroyed by battle except with a normal monster. Also, it is unaffected by other monster effects. You can only control one Würm, the Genesis Dragon. Heißt quasi, dass diese Karte halt nur von normalen Monstern zerstört werden kann im Kampf und dass sie nicht beeinträchtigt wird durch Monstereffekte, wie zum Beispiel von Sharkritter etc. Das macht Würm, the Genesis Dragon zu einer Karte, die alleine Duelle gewinnen kann, sofern der Gegner keine gute Backrow spielt. Und das macht sie zu einer der besten Karten in Yu-Gi-Oh! Mehr sollte man dazu eigentlich gar nicht verlieren. Ich meine, Würm the Genesis Dragon, mein Gott, sie ist fast unzerstörbar. Sie hat sehr gute Werte, sie kann sehr, sehr einfach fusionsbeschworen werden. Es gibt hunderte verschiedene normale Monster und so viele Möglichkeiten. Deswegen ist dieser Drache auf jeden Fall eine der besten Karten. Und es gibt mittlerweile auch viele Fun-Decks, die allein darauf abzielen, ihn zu beschwören, und das auch vollkommen zurecht.
Kommen wir nun zu einer Fallenkarte, um die ganze Decks gebaut werden, nämlich Skill Drain, genau genommen Kräfteraum auf Deutsch. Eine permanente Fallenkarte mit dem Effekt, aktiviere diese Karte, indem du 1000 Life Points zahlst. Die Effekte aller offenen Monster auf dem Spielfeld werden annulliert. Solange die Monster offen auf dem Spielfeld liegen, ihre Effekte können aber trotzdem aktiviert werden. Sprich, wenn sie ihren Effekt aktivieren und zum Beispiel durch ihren Effekt auf den Friedhof landen, dann trifft das ein, weil das ist die Aktivierungsbedingung dieser Effekte und die dürfen davon ausgelöst werden. Aber der eigentliche Effekt, der dann in Kraft tritt, der wird nicht mehr erfüllt. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Truppen im Exil und so, deswegen ist Kräfteraum in einem Skilldrain-Deck halt Truppen im Exil recht beliebt und spielt es auch in diesem Deck. Und es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, aber darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, sondern eher auf die Stärken von Kräfteraum, denn es ist ziemlich asozial, sämtliche Effekte zu annullieren. Es gibt massenweise Themendecks, die ohne Effekte gar nichts mehr sind. Gar nichts. Die können nichts mehr tun. Die haben dann nur noch schwache Monster draußen, können vielleicht irgendwelche Xyz mit 2400 ATK rufen, aber das war's. Diese Monster sind dann leicht zerstörbar. Auch der Scharkritter kann dann einfach gewone-hitted werden, weil er sich nicht mehr selbst schützen kann, weil dieser Schutzeffekt weg ist. Sämtliche anderen Xyz auch funktionieren nicht mehr, Übelscheik, Zitonenritter funktioniert nicht mehr, nichts funktioniert mehr. Deswegen tötet Kräfteraum sämtliche Decks, die nur von Effekten abhängig sind. Klar, man muss Angst haben vor mystischen Raumtyphon, etc., dass Kräfteraum auch da bleibt. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, diese Karte zu nutzen, und das ist in einem niederträchtig Deck. Sprich, man spielt zum Beispiel ein niederträchtiger Cyber-Enddrache. Und der wird ja eigentlich durch seinen Effekt, wenn er beschworen würde, zerstört, solange keine Schwefelzauberkarte da ist. Aber dadurch, dass man ihn halt beschwören kann von der Hand, diesen Effekt darf man ausnutzen, aber den Zerstörungseffekt, der wird dann nicht mehr ausgeführt, da er dann auf dem Feld liegt und dieser Zerstörungseffekt wird annulliert von Kräfteraum. Das heißt, man hat ein geschenktes Monster mit 4000 ATK. Und deswegen ist Kräfteraum eine sehr, sehr geile Karte, kann in manchen Decks auch gesidedeckt werden. Zum Beispiel bei Dark World kann man das machen, da die Effekte da ja nicht so oft auf dem Feld aktiviert werden und so. Und deswegen ist Kräfteraum auf jeden Fall eine Karte, die in dieses Format rein muss und eine Karte, die ich sehr schätze und die ich auch sehr cool finde. Und ich hoffe, die wird doch nie gebannt oder so, weil die eine sehr taktische Karte sein kann. Die letzte Karte für heute ist der himmlische Drachenritter Felgrand, eins der besten Rang 8 Xyz, das beschworen werden kann mit zwei beliebigen Stufe 8 Monstern. Der Effekt einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers. Du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. In diesem Spielzug werden seine Effekte annulliert, aber es bleibt von anderen Karteneffekten unberührt. Der Felgrand-Ritter hat 2800 ATK und 1800 Verteidigungspunkte. Die Karte ist auf zwei Möglichkeiten einzusetzen. Die erste ist, dass man den Felgrand quasi immun macht gegen Fallen- und Zauberkarten und Monstereffekte. Das heißt, der Felgrand-Ritter kann einen Safe angreifen und vielleicht ein Duell entscheiden. Oder man kann gegnerische Monster ihren Effekten berauben für eine Runde und kann zum Beispiel unzerstörbare Monster einfach so loswerden. Und deswegen ist der Felgrand-Ritter sehr oft und gerne gesehen in Rang 8 XC-Decks oder in Monster-Decks, wo halt Rang 8 wichtig ist, und ich kann es nur nachvollziehen. Felgrand-Ritter wird von mir auch gerne oft gespielt und zum Beispiel bei Photon Galaxie jetzt neuerdings wieder. Da macht er auch einen tollen Job. Ich finde die Karte ziemlich gut und sie gehört zu den besten Karten in Yu-Gi-Oh! Das war's mit der heutigen Folge, die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Hier seht ihr nochmal die 5 Karten, die heute zu den Overpoweredsten gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr gerne sehen würdet und welche ihr für die stärksten in ganz Yu-Gi-Oh! Haltet. Diese werden dann wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen ebenfalls mal auftauchen.